Hallöchen und herzlich willkommen zu Part, wo sind wir eigentlich? Part 39 von Oceanhorn. Als nächsten Ort des Erkundens habe ich die alte Festung ausgewählt. Keine Ahnung, was mich dorthin zieht. Irgendwas wird es wohl sein. Müsste aber relativ schnell in Anführungszeichen erledigt sein mit 87%. Und ich glaube, das war ja auch nur eine kleine Insel, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? War da irgendein Dungeon oder so? Ich glaube es nicht. War eher so wie die Friedhofsinsel oder sowas. Relativ schnell durch, oder? War das so? Ich weiß es nicht. Beherrsche alle 5 Zauber. Das brauchen wir noch. Okay. 5 Zauber. Wie viel habe ich denn jetzt? 4. Okay. Ist ja mal ein Deals. So, und da haben wir doch direkt schon irgendwas, was wir hier links finden können. Wahrscheinlich einfach nur rüberjumpen. Nehme ich doch mal stark an. Ist das so? Das ist so. Sehr geil. Das war ja easy. Easy going. 10 Pfeile. Wahnsinn. Deswegen bin ich hierher gekommen. So, was haben wir hier noch? Alte Festung. 87% war es. Jetzt haben wir 93%. Und was wollte ich noch gucken? Genau hier. 3 von 4. Also 3 von 4 Blutsteinen haben wir. Jetzt muss ich nur warten, bis er mal irgendwann mal sagt, dass da... da hinten ist er ja schon. Das war ja mal sehr schnell. Super geil. So, jetzt haben wir 50 Blutsteine. Das klingt irgendwie so final, oder? 50 Blutsteine. Klingt irgendwie so, als ob das alle sein könnten. So, klar, da laufen noch irgendwelche Gegner rum, wo ich Erfahrungspunkte mir da abfarmen könnte. Machen wir aber nicht. So, soweit, so gut. Alle 5 Zauber werden wir wahrscheinlich auch irgendwann noch schaffen. Also, alles cool. So, was ist jetzt los? Glückwunsch, Kleiner, du hast es geschafft. Jo, bla, Oceanhorn. Jo, machen wir. Jo, alles klar. So, die Himmelsinsel, da geht noch nicht alles. So, Brandungsrift, Ruin von Arkadien. Die zählen natürlich auch noch dazu. Die Bombeninsel haben wir noch nicht alles gemacht. Und die Kiemenvolksenke. Sonst müsste eigentlich... Südwind Island. Da waren wir. Echt? Dann mal auf dorthin. 50% nur. Echt? Das ist nicht viel. Machen wir das Südwindeiland noch. Und dann die anderen zwei Sachen. Kiemenvolksenke und Himmelsfestung. Dann gehen wir auf die letzte Insel. Vielleicht ist es ja auch so, dass die nach dem letzten Boss oder letzte Insel noch irgendwie eine Insel erscheint, wo wir dann gegen den Boss kämpfen können. Und wir dann alle Inseln trotzdem nochmal erforschen könnten. Vielleicht bin ich jetzt einen Tick zu früh an der ganzen Geschichte dran. Das wollte ich damit sagen. Wobei wir so natürlich mit mehr Herzteilen zum Endboss kommen. Oder jetzt auch mit der neuen Fertigkeit, die wir bekommen haben. Oder auch einen neuen Heilzauber zum Beispiel. Das macht ja schon Sinn. Gerade beim Endboss. Den haben wir nur dadurch bekommen, weil wir uns noch ein bisschen umgesehen haben. Also Sinn hat es schon alles so gemacht. Oh ne, mein Aufnahmegerät ist nur mitten auf dem Knopf für auch aufzuhören. Ich muss mal ganz kurz die Maus bewegen. Das hatte ich ja schon einmal. Ich glaube, das habe ich euch schon erzählt. Auch schön aufgenommen und irgendwann zwischendrin hat mein Mauszeiger da ausgelöst oder ich bin irgendwie dran gekommen oder was auch immer da los war. Auf jeden Fall war es behindert und dann war meine Aufnahme weg und ich hatte nur 2-3 Minuten drauf. Ach, das war die Geschichte hier. Oh nee. Ich glaube, das war doch so mega nervig, oder? So, 3 von 3 haben wir hier schon gefunden. Nur sehr viele Kisten dann anscheinend noch nicht. Echt? War das so? Hier war doch die Geschichte mit dem Honig da. Oh nee. Oh, ich krieg die Krise. Gut, Kisten zu entdecken, das werden wir ja noch hinbekommen. Ich geh mal einfach von hinten nach vorne durch. Laufen wir einfach mal. Das war ja der Ausgang. Aber ich glaube, der war frei zugänglich, dass wir da überall durchlaufen konnte. Erfahrungspunkte und Kohle. Da ist der Honig. Falls wir den dann irgendwann mal verkaufen wollen. War es wirklich so? Keine Ahnung. Also, hier sind auch keine Geschichten, die wir irgendwie finden können. Da ist wieder der Boss. Na, ist klar. Bam, juhu. Oh, es macht so Laune, da einfach alles wegzuballern. So, wunderschön. 2000 Gold haben wir. Schade eigentlich, dass man da nicht noch mehr kaufen kann. Das ist ein bisschen schwach gemacht. Da könnte ruhig ein bisschen mehr Auswahl oder so da sein. Das hätte ich ganz witzig gefunden. So, bam. Bisschen vermöbeln. Dann gab es ja den Weg hier. Da kann man noch so rüber jumpen. Das haben wir aber schon mal gesehen hier. Gut, da kam man an der Stelle hier raus. Wo war dann... da oben wäre noch eine Kiste zum Beispiel.
Was könnten wir hier machen? Ich glaube auch Blutsteine und so holen. Das war jetzt nicht so mega Burner-mäßig, soweit ich das noch in Erinnerung habe. So, kann man hier rüber. So, hier könnte man dann auch jederzeit wieder runterjumpen, wenn man da Bock drauf hat. Da hinten komme ich nicht hoch. Ne, nö, da gehe ich nur runter. Klasse. Oh, nö. Südwindeiland nervt. Irgendwelche Kisten jetzt noch zu finden. Ja gut, es kann natürlich überall ein Herzteil oder so drin sein. Also von der Warte her, das kann schon wichtig sein. Wie viele Herzteile haben wir eigentlich? Eins, glaube ich, erst, oder? Ja, eins von vier. Klasse. Schön Erfahrungspunkte und Gold sammeln. Vielleicht brauche ich das Gold ja doch noch für irgendwas. Wer weiß. Ist hier im Höhlensystem überhaupt noch irgendwas, irgendein Rätsel? Sieht im Moment nicht danach aus. Alles nur noch draußen auf der... Tatsächlich auf der Insel, oder was? Gut, dann wäre es zumindest mal leichter zu finden, in Anführungszeichen. Ja, und hier geht's raus. Das ist der Ausgang. Okay. Da habe ich mir nicht hier mal einen abgemüht. Was ist hiermit? War hier mal was? War hier ein Blutstein? Ja, Blutstein ist möglich, dass hier ein Blutstein war. Südwind beschissenes Island. Oh. Ah, da oben ist die Kiste, echt. Ach stimmt, da wusste ich ja nicht, wie ich da hinkomme. Weiß ich das jetzt? Ja, wahrscheinlich immer noch. Das ist wahrscheinlich auch irgendwas mit Sprengen, oder? Das kann doch nicht anders. Moment. Ah ne, da Quatsch, da gab es doch auch einen Ausgang. Oh nee. Oh nee, ja genau, und ich muss den Ausgang. Oh Gott, nee. Oh nee. Oh nee. Das kann natürlich jetzt überall sein. Muss ich da eine. Muss ich in der Höhle irgendwie anders agieren? Wahrscheinlich. Oh Gott, nee. Kein Bock. Dann habe ich hier einen Ausgang übersehen. Ernsthaft? So, da hinten können wir nur. Oh, dass da hoch. Dass die Steine da hochschießen. Okay. So weit, so gut. Oh Gott, nee. Da habe ich jetzt echt null Bock drauf. Ausgänge suchen ist ja echt immer... Vor allem habe ich das doch schon mal versucht, oder? Ich bin doch recht sicher. Kann ich da irgendwo... Nee, ja klar, ich will auch nicht angeln. Ich will nicht angeln. Ich will mich lieber in die Luft sprengen. Juhu! Nein, bringt auch gar nichts. Komm, Käferchen. Nicht nerven. Oh Gott, warum bin ich hierher gegangen? Südwind Island ist so nervig. Ich spreng jetzt einfach mal sinnlos in der Luft rum. Also das habe ich wohl schon gemacht. Gut, es wird sich eigentlich anbieten von der Stelle, wo wir hier drüber jumpen können. Ne? Das wäre eigentlich so prädestiniert dafür, dass ich da was übersehen habe. Als ob da noch irgendwo ein Eingang ist. Sehr gut möglich, oder? Würde ich doch mal fast behaupten. Was ist hier mit dem Wasser? Nix? Achso, hier könnte man vielleicht gut angeln. Komm, das machen wir mal. Ich bin relativ nah am Wasser. Relativ sicher. Ja, es sind immer nur die Meere dafür vorgesehen. Okay. So viel dazu. Was soll der Weg hier hoch? Was soll, will der mir sagen? Vielleicht muss ich hier das wegspringen, dass ich hier ins Wasser kann oder so. Auch nicht. Keine Ahnung. Gut, aber hier wäre es echt eigentlich optimal. Jetzt von hier irgendwo durch eine Höhle durch, um dann auf der anderen Seite rauszukommen. Würde irgendwie schon so Sinn machen. Soll ich das hier wegspringen? Da ist ja was, da ist doch ein Eingang. Oder, ja, was ähnliches. Ein Weg nach oben. Ja, und da ist ein Eingang. Sehr schön. Und da kommt man doch auf der anderen Seite raus oder auch noch nicht. Gut, alles klar. Aber ich denke, das ist der richtige Weg. So, stirbt alle Fledermäuse. Aber manchmal ist es doch leichter, als man denkt. Und dann macht man sich's nur kompliziert, glaube ich zumindest mal. Ja, und das ist jetzt der Ausgang. Genau. Sehr schön. Herzteil. Supergeil. So. Bla bla. Wie viel Prozent haben wir jetzt? Ich weiß nicht, wie viel bringt das hier ein? Habe ich jetzt eben nicht drauf geachtet. 67%. Wie viel waren mal 50, oder? Also kriege ich 17% pro Aktion, die ich hier finde. Dann fehlt ja eigentlich nicht mehr viel, würde ich behaupten. So, 80% vom Gesamtspiel ist schon erledigt. Komm, stirb doch mal. Oh Gott. So,
So, es ist eigentlich ganz gut, immer wie in Wüterich ein bisschen rumzubomben. Das macht eigentlich schon Sinn. Weil man dadurch halt eben auch die Wege freischaltet. Aber ich denke, hier ist jetzt alles gemacht. Vielleicht hier oben noch irgendwas, was wir übersehen könnte. Hier geht es ja auch noch weiter. Ah, stimmt, hier ist direkt noch was. Wie schon angenommen. Das läuft ja gerade super geil. Auch wenn ich überhaupt noch nicht weiß, wo vielleicht noch ein 100 Erfahrungspunkte, wo noch eine Kiste sein könnte. Jetzt so langsam bin ich überfragt. Gut, Herzteil, wie gesagt, war noch wichtig. 81% des Gesamtspiels abgeschlossen. Es läuft wahnsinnig. So, 83%, ja, ist noch eine Kiste, die irgendwo hier rumsteht, die wir noch nicht gefunden haben. Ich glaube, die war mitten auf der Insel, irgendwo auf so einer Anhöhe, oder? Das könnte doch sein. Ich glaube, so war es. So war es und so wird es immer sein. Schalala, schalala, schalali, schalala. So, Wahnsinn. Kisten wurden aber Gott sei Dank immer auf der Karte angezeigt. Also von der Warte her, jo, dürfte das jetzt ganz gut passen. Da oben scheint nichts mehr zu sein. Kann ich da irgendwie hinschwimmen? Irgendwo? Macht das Sinn? Nein, ich glaube nicht. So. Also Südwindeiland ist ja doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Geht ja eigentlich noch ganz gut. Das macht aber echt richtig Bock, das Game. Ist der Nachfolger da schon draußen? Kommt der Nachfolger raus? Ich will den Nachfolger spielen, auf jeden Fall. Macht bestimmt auch nochmal richtig Bock. So, weiter geht's. Ups, sorry. Irgendeinen Schwachsinn gemacht? Ja, Gold lassen wir jetzt, wie gesagt, liegen. Mal so, manchmal bleibt's liegen, manchmal hol ich's mit, wie ich gerade Lust habe. So. Und Boss besiegen, juhu. Jetzt holen wir's wieder mit. Weil Gold ist ja doch wichtig. Ich vergesse es einfach. Ah, ich habe wieder Bock, meinen Kaffee zu trinken. Jo, wäre jetzt irgendwie geil. So, das ist jetzt der Ausgang. Oder beziehungsweise Eingang, den ich eben hier reingegangen bin. So, und jetzt müssen wir nur noch gucken, ob mitten auf der Insel, auf der Anhöhe, da noch irgendwas ist. Ich glaube ja. Und es würde mich dann sehr freuen, wenn wir diese Insel nie wieder besuchen. Weil die ist mir in schlechter Erinnerung geblieben. Die habe ich eigentlich keinen Bock mehr. So, bam, ab an den Schädel. So ist es. Und dann hängt der Baum in der Luft rum. Super geil. 5 Zauber soll man bekommen. Das gibt noch einen Erfolg. Alle Inseln bereisen gibt noch einen Erfolg. Die höchste Stufe zu erreichen noch einen Erfolg. Irgendwelche Kisten auf Gegner zu schieben gibt noch Erfolg. Also Erfahrungspunkte auch. So, ist hier noch irgendwo eine Kiste? Das hätte ich jetzt gehofft. Nein! Wo ist denn da noch so eine blöde Kiste? Ernsthaft nicht? Oh, nee. Keine Ahnung. Großes Rätselraten. Schwimmen wir einfach mal raus und sterben. Nee, machen wir nicht. Oder machen wir doch? Ich habe doch eben eine Kiste gesehen. Oder war das die Kiste, die wir schon geöffnet hatten? Jo, jetzt verrecken wir. Klasse. Oder auch nicht? Juhu. Der kann es ja richtig. Wir haben doch erst 83%, oder? Habe ich das eben falsch gelesen? Komm, Südwind. Ach nee, wir haben es zu 100% abgeschlossen. Ach gut, alles klar. Dann hauen wir ab. Ernsthaft? Sehr geil. Das finde ich immer mega. So, ist das so? Ja, tatsächlich. Hermitsinsel zu 100%, die Bombeninsel noch nicht. Ja, dann auf zur Bombeninsel. Ich glaube, die war ja eher auch klein. Way! So, alles hier wegballern. Ah, das ist Hermitsinsel, genau. Oh Gott sei Dank war die doch zu 100% abgeschlossen. Ich habe dann irgendwie mich verlesen oder habe dann nicht mehr nachgeschaut nach der letzten Kiste. Keine Ahnung, was da los ist. Ich bin ja noch ein bisschen müde. So, Erklärungsnotstand trifft hier definitiv zu. So, und auf rein hier. Ah, und wir müssen noch Gold ausgeben. Ah, hier war das mit dem Rostharz-Schatz. Ja, genau. Und der Bombentyp, der da alles verkauft. Was war da sonst noch? 4 von 6. Oh, da haben wir sehr viele von diesen Blutsteinen noch nicht. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, beziehungsweise darum geht es wahrscheinlich. Deswegen bin ich hier. Wahrscheinlich geht es nur noch um die. Nehme ich doch mal stark an.
Und dann suchen wir die Dinger mal. Ich glaube, da mussten wir auch irgendwie übers Wasser jumpen oder so irgendwas. War da nicht so irgendwas da? Bei Rostharz auch, wo ich da dachte, da muss ich irgendwann nochmal hin. Ich glaube, das ist sogar da hinten links irgendwie, habe ich so eine Erinnerung. So, ich glaube, so könnte es sein. Gucken wir einfach mal. Also auf da hinten hin. Ich habe das mit da hinten rechts so eine Erinnerung. Oder was soll hier das, wenn ich hier das vielleicht... Vielleicht hier mal einen Eiszauber draufknallen. Das wirkt irgendwie gerade im Moment so. Eiszauber. Weil man da auch rüber jumpen kann. Oder auch nicht. Okay. Die denken sich auch, Alter, was macht der hier? Das ist schon bitter. So, das war der Bombenmann. Der mich dann vollgequasselt hat mit seinen Bomben. Aus des Bombenhaus. Ah, das ist also in den Minen basiert. Ein Riesensepidet. Oh, das Wort, okay. Wie schrecklich. Es werden wohl sein, mich zur Ruhe zu setzen. Ich habe mir schon ein Boot gebaut, alles klar, jo. So, was war hier? Corbin, wir brauchen 100 Bomben, genau wie gestern. Wir wollen diese große Mauer sprengen. Die seltsamen Geräusche kommen von innen der Mauer. So, alles klar. Und dann wollte ich ja diese Mauer hier sprengen, die hier ist. Was natürlich wieder eine super geile Konso-Idee war. So, wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir brauchen nur noch diese zwei Blutsteine und einer davon ist hier hinten rechts, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sieht doch schon mal gut aus, da ist irgendeine Sprungpassage. Zwar nicht die, die ich wollte. Komm, was ist dann? Ich kriege auch keinen nahe bei. Vielleicht habe ich es doch falsch in Erinnerung. So, so ist es. Wey. Nee, bringt gar nichts. Habt ihr mal was gemacht? Krieg immer noch keinen nahe bei. Ah, aber da hinten. Ich wusste doch, dass da noch was ist. Ich hab mir doch mal was gemerkt. Ich kann es noch gar nicht fassen. Nahe bei. Mein Lieblingswort oder meine zwei Lieblingswörter. So, bam. Stimmt meine Annahme überhaupt? Wie viel Prozent haben wir jetzt? Komm, mach 5 aus 6. So, 82% insgesamt und Bombeninsel zu. 90% vielleicht. 94%, ja. Also, dann ist es noch dieser eine blöde Blutstein, wo auch immer der rumfliegt. Gucken wir mal. Und dann ist hier auch alles erledigt. So, wenn der hier unten links ist. Also, könnte natürlich auch in der Höhle noch sein. Sehr gut möglich. Oh, nee. Da war ja noch die Geschichte. War da ein... Ach, das war so der erste Mini-Dungeon, oder? So irgendwie war das doch. Hab ich so im Kopf. Was ist dann? Gib mir Kohle, gib mir alles. Ich laufe mal so einfach blindlings hier durch und gucke, wann, ob irgendwann das Ding da anschlägt mit nahe bei. Nahe bei. Komm, wir sind doch ganz klar nahe bei. Ja, schwimmen wir einfach mal in unser Unglück. Ja. Oh. Was? Wie geil schwimmen oder ich bringe? Jo, irgendwas habe ich jetzt gemacht. Weil irgendwie ein Gegner da abgesoffen ist. Weil der mir gefolgt ist. Weil der genauso dämlich war wie ich. Das ist auch bitter. So, hier kommt jetzt gleich noch ein Riesenbrocken. Ein Vermöbel. War das überhaupt ein Riesenbrocken? Nö, das war ein kleiner. Was rede ich da? Ja, es wird wahrscheinlich in der Höhle sein. Ziemlich sicher. Oh. Ah, und hier sind wir damals gestorben, oder? Damals bin ich hier von dem Typen da, der hat mich abgeballert. So, das war die Rache. Was hast du davon? Wenn dich mit mir anlegst. Ja, nah und bei sehe ich jetzt hier nirgends. Super geil. Super mega reflektiert. Wahnsinn. So, hier die Geschichte. Ne, es wird wahrscheinlich wirklich in der Höhle sein. Oh, ich krieg die Krise. Oh, ich habe doch keinen Bock jetzt noch auf Höhlen. Müssen nicht sein. Ach, da. Das ist unser Kollege. Oh, ich habe keine Ausdauer. Schön, offener Kampf. Juhu. Macht auch Laune. Oh, habe ich mich damals noch über 7 Erfahrungspunkte gefreut. War damals die absolute Höhe des Geschehens. Ganz brutal. So, ich brauche ein Nahe bei. Nahe bei. Es ist sowas von sinnfrei. Und nahe bei. So. Und hier könnten wir jetzt rein. Ja, oder ist kein nahe bei. Also hier, ab in die Mine. So, könnte natürlich jetzt überall hier irgendwo irgendwas sein. Konnten wir hier schon jumpen damals? Nö, ne?
Was ist da hinten das für ein Zeichen? Das frage ich mich jedes Mal. Ist das ein Schalter oder was war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Was war es nochmal? Da war es ein Gegner? Nö. Das Ding da unten. Keine Ahnung. Ich hab's einfach vergessen. War das Truhe oder sowas? Irgendwas war es. Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Immer noch kein Nah herbei. Gott sei Dank haben wir uns diesen Radar gekauft. Der war echt sinnvoll. Oh Gott, genau. Und hier gab es diese 1000 Löcher und was weiß ich denn alles. Ich jump mal einfach in einen. Hallo? Kein Nah herbei, kein gar nichts. Gut, hier war ich auch relativ oft. Hier bin ich ja oft runtergestürzt. Ja. Hier war ich ja Dauergast sozusagen. Ernsthaft, wird das noch nur so eine Suchaktion hier? Oh, zum Brechen. Absolut zum Brechen. Definitiv. Hm, komm, gehen wir mal dahin. Kann natürlich jetzt überall sein. Oh Gott. Echt nervig. So, dann könnte ich noch hier oben rausklettern, aber da ist auch kein Nah dabei. Also weiter geht's. Nicht nerven. Ja, gibt's nämlich direkt auf die Nuss. So sieht's nämlich aus. So, das hier sieht auch nicht nach Nah herbei aus. Ob ich den Begriff hasse. So. Das sieht auch nicht nach Nah herbei aus. Und meine Stimme, die sieht nach ich höre auf. Auf, aus. So. Hat nämlich gar keinen Bock mehr. Wo jump ich eigentlich hier runter? Ist die andere Frage. Ah, okay. Die Geschichte. Na gut, so riesig ist es gar nicht. Damals war es vielleicht verwirrend. Jetzt, wenn man direkt wieder so den Durchblick hat, weiß man ungefähr, wo man da rumläuft. Dann geht's ja eigentlich noch. So. Vielleicht war es ja auch direkt beim Ausgang. Ich bin warum auch immer dran vorbeigelaufen oder sowas. Alles möglich, alles denkbar. Kein Nah herbei. Da hinten wäre natürlich auch eine relativ große Nah herbei-Chance. Oder auch nicht. Da hinten habe ich jetzt nicht so mega oft rumgetummelt. Das weiß ich noch. Alles denkbar, alles möglich, alles beschissen. War es doch draußen? Ich hab's nicht gesehen oder so. Ja, hier war irgendwas mit Feuerrätsel oder sowas. Da mussten wir hier raus, mussten das Feuerrätsel lösen, haben wir den Schlüssel bekommen. Jo, war der Burner. Oh, es lief doch so schön eben, so schön durchgängig. Genau, da mussten wir hier runter. Gut, ich habe mich jetzt hier oben nicht mehr akribisch umgesehen, aber ich denke, das reicht. Da haben wir hier den Boss bekämpft. So, und hier ist... Moment mal, ich habe jetzt hier draußen nicht geguckt. Vielleicht kommt ja hier ein Nah herbei. Warum auch immer. Naja, das hier ist eher gar nichts bei. Ja, es ist doch so, wir müssen nur noch einen... Ja, genau. Fünf... was habe ich da gerade gesehen? Habe ich da gerade was gesehen oder war das nur ein Stein da oben? Da oben das? Naja, es ist ein Stein, oder? Naja, die Steine sehen halt auch relativ ähnlich manchmal aus. Also könnte man irritiert sein, nennen wir es mal so. Komm, ist hier Nah herbei oder ist hier nur hier erhältlich? Hallo? Oder wird man das jetzt schon angezeigt bekommen? Ich weiß es nicht. Naja, anscheinend nicht. So, gut, ab ins Loch. Dann kam dieser Boss, nenne ich es jetzt mal so. Damals war es ja für mich, oder ich habe mich relativ schnell darauf geeinigt, dass es eigentlich kein Boss war. Also ich persönlich habe mich darauf geeinigt. So, oh, und hier gibt es zwei Wege, okay. Zwei Wege ist, achso genau, gab es einmal den Weg hier. Aber auch kein naher Beiweg. Die Wörter, die regen mich jetzt so langsam, regen sie mich doch auf. Ich kann sie selbst nicht mehr hören. Narrebei, narrebei. Ich werde hier narrebei. So, und dann kommen wir irgendwann am Ausgang raus, würde ich doch mal sagen. Ohne narrebei, ohne alles. Oh, wo ist dann dieser blöde Blutstein? Ja, wenn nicht, werde ich schon wieder eine Aufnahmepause suchen und dann gucken wir uns das im nächsten Part an. Ich will mich da jetzt nicht 8 Jahre noch dran festhalten. Irgendwann werde ich ihn schon finden. So. Ich
glaube, jetzt kommen wir zum Ausgang. Vielleicht jetzt, dass ich damals einfach durchgerannt bin. Dass ich mich so gefreut habe oder so. Wey, ich hab's geschafft. Wey, durchlaufen einfach sinnlos. Jo. Ja, jetzt bin ich schon. Das war der Anfang. Also in der Höhle hier scheint nichts mehr zu sein. Wenn, dann ist wirklich draußen noch irgendwo. Das blöde Ding da. Schade. Außer ich komme hier raus und es steht direkt nahe bei. Da. Aber irgendwie steht hier gar nichts. Nee, da würde ich sagen, machen wir noch einen Abschlussangeln. Und dann werde ich im nächsten Part, bis zum nächsten Part, diesen blöden Stein da finden. Vielleicht ist er doch irgendwo an der Ostküste oder an der Nordküste oder was weiß ich wo. Keine Ahnung, wo ich mich überall hier rumgetrieben habe. Abschlussangeln. Ja, und jetzt kommt noch mit dem Mega-Arkadien-Hecht. Das dauert nur 8 Jahre. Kriege ich aber auch die Krise. Hallo? Hallo? So, jetzt. Komm, das ist er. Der weiße Hai. Lass ihn nicht entkommen. Nee, mache ich nicht. Jo, keine Ahnung, was das hier ist. Boah, ich muss mich nochmal dran gewöhnen, jetzt normal zu spielen, nach dem Geisterfisch in den letzten Parts. Oh, der da ist aber auch. Ich glaube, der will es auch wissen, oder? Ah, wobei. Könnte auch nur ein großer Soulfisch sein. Lalala. Was bringt mir das eigentlich? Gibt es irgendwann irgendeinen Typ, der da mal irgendwas von mir will? Der sagt, ey, du bist doch der Mega-Angler und ich brauche da einen Mega-Fisch von dir. Ich brauche einen mega großen Geisterfisch. Was war das? Ne, das ist kein Arkadien. Doch, könnte ein Arkadien-Hecht. Oh, keine Ahnung. Ich habe nicht gemerkt, wie die Viecher aussehen. Auf jeden Fall nerven sie. Hallo. Oh Gott. Angeln ist echt... Wenn sie immer in die gegengesetzte Richtung klicken, das ist so nervig. So, wie hieß das Ding da wieder? Eine Blaufinne, genau. Wunderschön. So, haben wir Weltklasse gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part dann an der Stelle wieder. Also nicht an der Stelle, ich suche jetzt einfach mal ja, den letzten Blutstein und hoffe, dass ich ihn da irgendwo finde. Und dann machen wir im nächsten Part weiter. Viel ist ja nicht mehr. Ich glaube, wo sind wir jetzt hier? Ich glaube, Bombeninsel noch oder was? Sind wir hier auf der... wir sind auf der Bombeninsel. Ne, was war es denn noch? Keine Ahnung, ihr seht es ja dann. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jo. Und Himmelsfestung und was weiß ich nicht alles. Machen wir dann alles und jo, ich freue mich drauf und sage bis dann. Habt einen schönen Tag, haut rein, ciao.